guten Morgen. Ja, ich war den ganzen Winter, war ich da in meinem Zelt drin und jetzt bin ich das erste Mal hier wieder rausgekommen. Was für eine Sache war das denn, hey? So, ich hoffe, es geht euch allen da draußen gut. Ein herzliches Willkommen auch noch von meiner Seite für die Leute, die hier neu sind. Ich habe einige Kommentare von euch gesehen. Großen lieben Dank übrigens. Ich werde auf die Kommentare noch schnell am Schluss dann nachher noch eingehen. Also, wenn ihr eine Antwort haben möchtet, guckt das Video bis zum Schluss, ne? Moin! Ah, Dreamer, willkommen, willkommen. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Oh, ein Gartenstuhl, den könnte ich gut gebrauchen. Was ist das? Ein Räucherofen? Ein Räucherofen? Ist es so für so BBQs zu machen? So für Steaks oder was? Ich weiß es nicht, das ist einer so zum Heizen. Das ist alles. Ah, hier hat es noch R. Okay, eine Wackelangel. Wackelangel? Kommt davon mein Ausdruck mit einem Wackelbaum? Was haben wir hier? Wackelcatcher. Wackelgießkanne. Schleuder. Okay, da hat es ja coole Sachen noch darunter. Mein erstes Bastelbuch. Hey, ich bin arm, ich brauche Münzen. Also Sterne ist eine Birne. Ja, Birnen finde ich ja auch cool, aber lieber hätte ich jetzt zum Beispiel noch Kirschen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hast du die Einführung ins Basteln noch nicht besucht, hm? Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Ja, wegen dem bin ich auch hier. Ja, aber mit Vergnügen. Ja, ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Oh mein Gott, ich bin der Erste, der bei diesem Kurs teilnehmen darf. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Jawohl, ich darf fischen gehen. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Hm, okay, Chef. Woher bekommt man die Äste? Die liegen ja wieder drum, ey. Da ist ein Ast. Nummer 1. Nummer 2. So, okay. Also dann bauen wir uns eine Angel. Bereit. Ja. Eine Wackelangel für mich. So macht man das hier. Die Wackelangel ist fertig. Das war auch schon die Einführung ins Basteln. Danke und bis morgen. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos. Kostenlos, wie das andeutet. Wieso bei Nintendo? Kostenlose Updates. Kostenlose Anleitungen. Und wenn du es fängst, würde ich es gern sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Mein erster Fisch. Jawohl, ein Meister. Mein erster Fisch, yeah. Ein Regenbogenfisch, welch zierliche Schönheit. Oh, du bist ein Barsch. Ja, von denen gibt es genug in dem Spiel. Oh, was ist denn das für ein Stachelfisch? Ein Rotfeuerfisch. Oh mein Gott, der lebt hier noch. Da haben wir einen Stachelfisch. Ein Igelfisch. Boah, was ist denn das hier für ein Insekt da unten? Was bist denn du, Kleiner? Aber ich kann dich nicht fangen. Hey, was gibt... Jetzt liest er noch ein Buch in der Zwischenzeit. Ist der so langweilig da hinten? Also hier, mein Regenbogenfisch. Nein, ich gebe dir lieber den Barsch. Ja. Oh, was für ein Fang, wenn ich mich nicht irre. Handelt es sich hier um einen Barsch? Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick darauf werfen lassen. Cool. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Alter, der spammt mich mit Apps voll. Eine Flunder. Jawohl, ein Oktopus hier. Kalmar. Ein Wackelcatcher, ja. Ja. Sehr cool, sehr cool, sehr cool.
Ja, kein Problem. Machen wir das auch noch hier schnell. Mhm. Ich habe was zu verkaufen. Hier. Lagerfeuer könnte ich auch verkaufen, aber das nehme ich dann auch mal mit hier. So, mal schauen. Hier. Wow, 1810 Sterne, ist das sehr viel. Okay. Ja, Nukmine, du hast dich für ein Nukmine-Programm angemeldet. Ja, du kannst dir durch die Teilnahme von Aktivitäten Nukmine verdienen. Cool, danach kannst du sie im Nuk-Portal im Service-Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Okay, kostet das ins Leben voll aus, hol die Nukmine. Ja, mein erhalten. Paradise in Sicht, vielen Dank für die Teilnahme. Ja, mein erhalten, cool. Wow, neue Titel haben wir auch noch bekommen. Unkraut, okay. Wildwuchsgras, alles klar. Da. Hier, mein erstes Bastelbuch möchte ich mal zuerst. Ja, ein digitales mit Bastelanleitung, yes. Ja, nehme ich auf der Nook von hochladen. Ja, machen wir das mal schnell. Mhm. Und fertig. Wir hoffen, du hast mit den neuen Anleitungen noch mehr Spaß am Basteln. Wow, okay, gut. Jetzt kann ich da oben neue Sachen herstellen. Ja, genau das hatte ich vor. Eine Pfanne haben wir hier. Ein Steinhocker, ein Waschbottisch, Bauklotzett, eine Ocarina, mega cool. Ich kaufe mir jetzt da hinten nämlich nochmal was. Nämlich das hier, Anleitungen Schleuder. Endlich kam mir der Geistesblitz. Eine knallharte Anleitung für den DIY-Blättchenschirm. Hä? Blättchenschirm. Okay. Vielleicht komme ich an Kohle, wenn ich bei Nepp Obst, Unkraut und so Zeugs verticke. Ja, das ist ein Verkauftipp. Also Verkauftipp. Schnappen dich mein erster Schmetterling. Ja, toll, ich sehe so viel gerade. Ja, wie soll das gehen? Alter! Was ist, ja, wenn der sich hinter dem Baum versteckt. Ja, jetzt haben wir einen. Das ist, oho, ein Kolibri-Falter macht's. Der Falter Kolibris. Das schnappen wir uns auch noch. Ja, eine Königssilbe, die Krönung des Tages. Komm mal rein. Oho, eine Braunzikade. Jawohl. Ja. Ein Grashüpfer. Diese Hüpferei scheint gerade zu grasieren. Da ist auch noch so eine. Komm mit. Oho, eine Hüli. Was? Heierlese Zikade. Und wer ist der Fisch? Das ist ein Frosch? Ein Frosch, ich hab dich gefangen. Die Kröte musst du jetzt schlucken. Nein. Ich geht, was sind das hier für Ausdrücke in diesem Spiel? Kann ich ihm alles hergeben? Okay, hier. Was für ein Fang, wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um einen Regenbogenfisch. Ja. Dann also nur weiter so. In diesem Falle werde ich dir noch ein paar Bastelanlagen auf deinen Nook von Löschen können. Ja. Okay, mega nett. Ich finde einfach noch ein paar Fische, Insekten und da gibt mir dafür Bastelanleitungen. Ja, zuerst einmal für eine Axt, mit der du Holz von Bäumen schlagen kannst. Cool. Und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus diesem Holz dann basteln kannst. Ja, das ist nice. So. Oh, endlich mein bisschen Ruhe hier. Aber ich brauche eine Axt, ey, um den Dings hier. Ja. Von Mama. Oh, Nintendo hat mir auch noch einen Brief geschickt. Hi, mein lieber Dreamo. Jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Ich wusste gar nicht, dass der Flugverkehr so stark ist, dass mir der Arm schmerzen würde. Einen guten Start wünscht Mama in die Tasche. Was hat sie mir da geschickt? Äpfel, okay, mega cool, das habe ich noch nicht. Ja, Äpfel, da bräuchte ich eine Schaufel dafür. So, Nintendo.
Alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich. Was für dich, das wird dir sicher helfen. Okay. Dein Team von Nintendo. Okay, danke Nintendo. So. Mal schauen, was schenkt mir der Nintendo. Nintendo schenkt mir hier ein Behelfswerkbank. Oh, cool. Okay, jetzt habe ich meine eigene Werkbank hier, oder was? Dass ich das habe, Steine und so weiter. Cool. Machen wir noch eine Axt hier schnell. Zack, zack, zack. Ja, ich habe ein Lebewesen. Ja. Also, wir haben hier wieder einen Fisch. Ja. Oh, was für ein Fang. Rotfeuerfisch. Belohnung für dich. Oha. Eine richtige Belohnung. Und zwar ein Alpenweilchensamen. Was soll ich jetzt damit? Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Schmetterling, Kolibri, Falter. Was ist jetzt los? Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Wer ist daran? Deine Mama oder wer? Eugen, bist du das? Jetzt. 5 ganz wunderbare Exemplare hätten wir schon zusammen. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln, um hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Remo? Noch einmal helfen? Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden. Gut, ich habe mal mein Plätzchen hier. Bis in der Nähe des Ratshauses und ja, ist eigentlich okay hier. Kann sie immer wieder umstehen, irgendwann mal wieder. Hier, mal sehen. Ja, ich würde mal sagen, das ist okay. So. Damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. Yeah. Hallo. Hat Remo, hast du eine Stelle gefunden, wo Eugen seine Zelte aufschlagen kann? Seine Zelte, ja. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Schaut euch das mal an. Meine Wackelaxt ist kaputt. Willkommen bei Breath of the Wild. Oh mein Gott, ey, Leute, schaut mal, was mir gerade passiert ist. Die ersten Bienen sind hier. Da wollte ich doch mal gucken, was hier an dem Baum drin ist. Da kam ich auf die Idee, vielleicht mit dem Catcher hier was zu machen. Aber irgendwie, keine Ahnung, nachdem ich hier ausgerüstet habe, haben sie mich schon gestochen. Ich konnte gar nichts machen. Oh je. Die ersten Bienen. Ja, krass. Da hatte ich wohl, wer vermöbelt, raus mit der Sprache, wer war es, immer war, kann den Blason erleben. Ja, das war eine Wespe, ohoho, mit den Völkchen lag ich mich, mit dem Völkchen lege ich mich an. Hab gehört, Medizin soll helfen. Hab gehört? Mann, ich dachte, du würdest mir Medizin schenken. Wieso? Ich möchte einmal Medizin. Oh, du scheinst schon ziemlich viele Dinge mit dir, ja. Ah, ich kann keine Medizin kaufen, weil ich so viele Sachen bei mir mitschleppe. Ja, ist gut so. Also ich muss schon sagen, heute haben wir jetzt ein Plätzchen auch gefunden für Eugen. Wir haben den Bastelkurs da belegt. Ja, ich würde mal sagen, wir belassen das mal hier bei dieser Folge auch. Und ich möchte euch noch was kurz noch erzählen. Zur ersten Frage fragt ihr auch Lina, könntest du mal ein Animal Crossing New Horizons Livestream mit Zuschauern machen? Nur so eine Idee, muss nicht umgesetzt werden. Kann ich mal sicherlich mal später wieder darauf kommen, würde ich es sagen. Jetzt im Moment ist mein erster Gedanke natürlich zuerst mal hier den Story-Modus hier abzuschließen oder den Antworten, dass ich hier eine Sammlung von Videos vom Story-Modus habe und alles, was nach dem Story-Modus dann nachher kommt, werde ich dann nachher sicherlich auch euch auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht. Weil ich habe ja noch nicht mal die Möglichkeit, hier wegzureisen oder sonst was irgendwie zu machen. Das heißt, ich muss hier fortlaufend ein bisschen was machen. Dianox hat auch geschrieben, Respekt, dreimal resetten hatte ich nicht ausgehalten. Ja, ich habe nebst dem Resetten habe ich ein bisschen ferngeguckt und so. Und ich weiß nicht, die Zeit lief dann nachher schon schnell vorbei. Und es gab Momente, wo ich die Insel gefunden habe, aber nicht diesen orangen-roten
Flughafen dazu. Und das war natürlich die Qual dahinter, wieder zu resetten und irgendwie dazwischen bei über 300 Resets, da ist, ist die Insel, wo ich da habe, schon erschienen, aber eben die Farbe des Flughafens nicht. Und das ist die große Kunst und wirklich mega schwierig, zwischen 95 verschiedenen Insel-Designs dann nachher die Insel zu bekommen, inklusive den Flughafen, den man auch noch haben möchte. Das ist wirklich ja, eine ziemliche Glückssache, würde ich mal sagen. Dann hat ja auch noch der Justin gefragt, wird das jetzt ein längeres Projekt? Wäre cool. Ja, das wird ein längeres Projekt, würde ich mal sagen. Es geht natürlich auch ein bisschen auch darum, wie es von mir zeitlich aussieht, aber sieht momentan gut aus, würde ich sagen. Das eine oder andere Projekt ist eh bei mir dann auch zu Ende. Und ja, dann habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Eine sehr gute Frage hier, warum gerade diese Insel? Okay, ganz leicht zu beantworten, mein Ratshaus muss ganz weit oben sich befinden. Man kann das Ratshaus ja nicht verschieben, also das sogenannte Service Center. Es gab eine Möglichkeit auch mittig oder ein bisschen auf der linken Seite oder ganz tief unten und ich wollte mein Service Center, also das zukünftige Rathaus dann nachher, dass es sich weit oben befindet. Das war mein einziger Grund und das ist auch die einzige Insel, wo das Service Center mir ermöglicht, ganz weit oben dann nachher auch zu sein. Ja, das war es auch schon gewesen. Großen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.